Naja, ich glaube, es wäre ein bisschen merkwürdig, wenn ich als Lehrer für deutsche Sprache und Literatur sagen würde, Literatur spielt für mich keine Rolle. Herzensangelegenheit war es natürlich viel stärker noch, als ich als Deutschlehrer gearbeitet habe. Im Moment ist es manchmal eine Zeitfrage, ob ich zu der Herzensangelegenheit komme. Ich habe einen Lieblingsschriftsteller, das ist Leon Feuchtwanger und seine Josephus-Trilogie über den jüdischen Krieg. Das ist so mein Lieblingsbuch, sowohl sprachlich als auch von meinen Geschichtsinteressen her und so. Mhm. Kann man schon so sagen, wobei man dazu sagen muss, ich bin auch noch Musiker so ein bisschen, wenn noch Freizeit überhaupt ist, und insofern ist für mich so eine Verbindung zwischen Musik und Text immer auch vorhanden und ich schöpfe so aus beiden Kraft. Das erste Buch, das ich wirklich gelesen habe, war von Sergei Wolkow, Der Zauber der Smaragdenstadt. Das ist so eine Adaption, glaube ich, von Alice im Wunderland oder ähnlichen Varianten, die es da gibt. Das letzte Buch, was ich gelesen habe, war komischerweise ebenfalls ein Kinderbuch, nämlich über Justine und die Kinderrechte, und hat was damit zu tun, dass ich mehrfach an Schulen eingeladen gewesen bin, um mit den Kindern über ihre Rechte zu sprechen, als Kinder auch und damit eigenständige Persönlichkeiten. Und da gibt es eine Menge schöne Kinderbücher drüber und da habe ich mir mal eins zugelegt, was ich dann auch immer gerne mitnehme. Und da ist es natürlich sinnvoll, wenn man es vorher auch gelesen hat. Ja. Also, ich glaube, das ist auch sinnvoll, weil wenn man nur sich selbst bestätigt, indem man nur das liest, was seiner eigenen politischen Grundauffassung entspricht, ist man, glaube ich, schnell sehr langweilig und sehr einseitig. Ich glaube, das kann man gar nicht so auseinanderhalten. Das ist so ähnlich wie mit der Musik auch. Sie haben immer Musikstücke, die bedienen möglicherweise die eine oder andere Seite stärker, aber im Endeffekt wird es immer darauf hinauslaufen, dass sowohl in der Literatur als auch in der Musik alles irgendwo eine gesellschaftliche Bedeutung hat, als auch eine soziale, als auch eine unterhaltsame. Durchaus. Ich bin ja in meiner Fraktion auch Sprecher für die Belange von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transsexuellen, Intersexuellen, und insofern lese ich natürlich auch beispielsweise Bücher über Lebensschicksale von verfolgten Homosexuellen, beispielsweise in mittelamerikanischen Ländern oder afrikanischen Ländern oder asiatischen Ländern, und das hat dann natürlich auch Auswirkungen so auf meine auch politische Tätigkeit hier. Na, ich denke, sie ist zum einen natürlich Teil des Weltkulturerbes, und ohne das jetzt überbetonen zu wollen, können wir aber schon noch sagen, dass sie einen gewissen Einfluss auch auf gesellschaftliche Entwicklung Deutschlands, auch innerhalb Europas und innerhalb der Welt gespielt hat. Also ob wir den Weg gehen in eine aufgeklärte Gesellschaft oder in eine Gesellschaft, die eben weiter, sag ich mal, von mittelalterlichen Dogmen in erster Linie bestimmt ist. Und insofern, denke ich, hat die deutsche klassische Literatur eine große, auch gesellschaftliche Auswirkung gehabt für uns. Ich glaube nicht, dass wir im Moment Dinge wie Zensur in der Literatur zu befürchten hätten oder dass die auf der Tagesordnung wären. Das, was die Freiheit der Literatur aus meiner Sicht eher beeinflusst, ist die Frage, dass es gewisse ökonomische Zwänge gibt, die Menschen davon abhalten, tatsächlich Texte veröffentlichen zu können, die sie für veröffentlichenswert halten, dass eben nicht die Geschichten geschrieben werden, die eigentlich in den Köpfen oder die Leute sozusagen meinen, dass sie
raus müssten, sondern dass das nach ökonomischer Verwertbarkeit oder nach Verkaufszahlen orientiert wird. Und das ist, wenn man so will und den Begriff nicht eng auslegt, auch eine Form von Zensur. Na, ich bin auch Mitglied in der deutsch-mittelamerikanischen Abgeordnetengruppe und insofern habe ich natürlich auch versucht, das nicht nur als eine politische Geschichte zu verstehen, sondern mich auch diesen Ländern zu nähern über deren Literatur. Und insofern kann ich die Frage guten Herzens mit Ja beantworten, auch wenn ich natürlich nicht alle dieser Bücher im Original gelesen habe. Ich bevorzuge Printbücher. Aber das hat auch was mit Ästhetik zu tun. Das soll jetzt nicht den Eindruck erwecken, als ob ich ein altmodischer Mensch wäre oder so. Aber ich finde es einfach schön, wenn man so das Buch so zwischen die Seiten, zwischen dem Daumen und den Seiten durchrutschen lassen kann. Und ich mag das auch, wenn so ein frisch gedrucktes Buch noch nicht alle Seiten so gleich aufgemacht werden können, so ein bisschen noch aneinander kleben. Also das ist schon ein schönes Gefühl, finde ich, und das sollte sich die Menschheit auch bewahren. Unbedingt. Also es gibt ja durchaus Kollegen, die das machen. Herr Gysi zum Beispiel lädt ja kontinuierlich zu solchen Veranstaltungen ein, wo auch dann Autoren mit Politikern zusammentreffen und miteinander diskutieren, und ich finde, davon können alle nur lernen. Beispielsweise zu Konrad Wolf bei mir im Abgeordnetenbüro in Oranienburg, die Tagebücher mit Lesungen und mit Diskussionen präsentiert, haben damit natürlich auch die Arbeit beispielsweise der Friedrich-Wolf-Gesellschaft, die bei mir im Wahlkreis in Lehnitz angesiedelt ist, unterstützen können mit solchen Lesungsveranstaltungen. Und ich denke, das ist für alle Beteiligten unbedingt ein Gewinn. Ich habe nicht immer Zeit dafür, aber als jemand, der also versucht, auch mit Sprache umzugehen, und wir haben ja einleitend schon ein bisschen zu meinem Lebenslauf was gesagt. Ich habe selber mal für andere Leute Reden geschrieben. Es ist für mich selbstverständlich, dass man sich Dinge aufschreibt, die einem so tagsüber auch begegnen und passieren, weil irgendwie ist es für alles mal gut. Haben Sie schon aber meine größere Stärke ist Geigenspielen, und insofern habe ich Gedichte vertont, vielleicht zählt das auch. Also da muss man ja zum Beispiel auch mit solchen Dingen wie Versmaß oder Rhythmus umgehen, und das ist aus meiner Sicht eine andere Form nur von Gedicht schreiben, und vielleicht findet das Gnade bei Ihnen. Ich habe schon mal ein Buch veröffentlicht, war allerdings ein Sachbuch, na, was heißt allerdings, also Buch ist Buch, war ein Sachbuch zum Thema Jugend und Homosexualität. Wir haben ein Projekt gemacht mit Eltern von homosexuellen Jugendlichen, die wir versucht haben, darüber aufzuklären, dass das nichts Krankhaftes ist, was ihre Kids da durchleben und was ihre sexuelle Orientierung anbelangt, und dass sie nicht alleine auf der Welt sind und dass es Menschen gibt, mit denen man sich darüber verständigen kann, wenn man da was drüber lernen will und so. Und das haben wir dann dokumentiert, diese Veranstaltungsreihe, und angereichert auch um Erfahrungsberichte sozusagen aus unserer eigenen Beratungstätigkeit, und das haben wir zusammengefasst in dem Buch Jugend und Homosexualität, und das ist in den 90er Jahren erschienen.